So einfach geht das mit dem Geld hier. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas hab, was der alten Schnäppchen gefällt, was ich an ihrem Geburtstag schenken kann. Hast du was? Keine Ahnung, echt. Ich weiß nicht, ob die hier auch Dandelions mag. Da könnte man ja mal ausprobieren. Magst du sowas? It's such a stupid gift. Okay, das mag sie nicht. Das gerade mal aufschreiben. Dislike. Also zumindest weiß ich schon, dass ich das schon mal nicht zum Geburtstag schenke. Und Sonnenblumen, von denen ich weiß, dass sie sie liebt, habe ich noch nicht. Aber mit dem verkackten Geschenk eben gerade muss ich ja irgendwas auch wieder gut machen. Aber es wird schwierig. Hey, du hast mein Ex gefunden! Ich habe mir fast den Fuß Zeh abgerissen durch mit der anderen. So, jetzt haben wir 250 Gold verdient. Wie ist das Farming Business? Ja, die Parsnip Season. Ich habe schon einiges an Parsnips angepflanzt. Aber ich muss echt. Ich brauche ein paar Infos, was Hayley mag und was sie nicht mag. Könnte mir da irgendjemand mal ein paar Infos rausrücken von euch, Leute? Ich meine, Emily, du bist ihre Schwester. Du musst es doch wissen. Ich meine, als Schwester sollte man doch wissen, was die kleine Schwester mag. Und ich weiß nicht, wer die große und wer die kleine Schwester ist. Also, ich gehe einfach mal davon aus, dass Emily die große Schwester ist. Weil sie ihn viel mehr mit Schuhen Eindruck macht. Ja, deswegen denke ich immer, die ist die große, gute Schwester, ja? Und ja, ich habe keine Ahnung. Und deswegen müssen wir halt mal gucken. Vielleicht finde ich ja noch irgendwas anderes, was ich hier noch vorher ausprobieren kann. Was ich ihr geben kann. Damit der Geburtstag ein voller Erfolg wird. Ich probiere es einfach mit den anderen Blumen nochmal. Vielleicht mag sie das. Vielleicht mag sie die ja. Ich meine, das ist ein Mädchen. Mädchen, ich dachte, Mädchen mögen Blumen. Vor allem die ist ja so ein richtiges Mädchen. No offense, aber. Deswegen, weil werde ich mir jetzt mal die anderen Blumen suchen. Und werde es morgen mal ausprobieren. Ich darf, habt ihr noch eins frei, oder? Ja. Ach, bei Robin bin ich auch schon auf einem Herz. Ja gut, weil ich eben gerade die Quest für sie erledigt habe. Jetzt geht's wieder vorragend, ich brauche Blumen. Ich brauche Blume. Gut, heute kann ich das bei Hayley nicht mehr testen, aber morgen vielleicht. Und wenn ich dann weiß, dass sie das mag, oder es zumindest vielleicht neutral ist, dann wäre das zumindest schon mal ein Sprung nach vorne in der Liking. Aber schwer wird auch herauszufinden, was Lea mag. Weil Lea ist ja auch eine potenzielle Hochzeitskandidatin. Und jemand, den ich eigentlich sympathischer finde als die Barbie-Bitch. Aber naja, wie gesagt, es ist nicht meine Entscheidung. Also vielleicht ein bisschen, aber. Hallo, Michael. Geht's dir gut?
Ja, mir geht's super, Elliot. Oh, da ist der Sam. Sup, Buddy? Ja, die Wolken sehen cool aus, oder? Wie Vanilleeis, das auf blauer Beerensoße floatet. Ja, oder vielleicht habe ich einfach noch Hunger. Ja, das kann natürlich auch sein. Hey, Darling. Oh, du bist ja hier gar nicht mein Darling. Tut mich leid, Adiva, mit der habe ich ja schon geredet, ne? Ja. Der will wieder nicht mit mir reden. Die Alte. Ich habe schon ganz nah auf das Getränk gefunden. Na, donnerstags ist Lea, glaube ich, nicht im Sleep. Und in ihr Haus darf ich ja noch nicht rein. Hier wohnt der Sam. Ist sie vielleicht noch unterwegs? Lea? It is locked. Vielleicht ist das noch hier hinten irgendwo? Ich meine, ich habe die mal auf dem Pier malend gesehen. Ja, aber da ist er nicht. Also das heißt, morgen weitersuchen, wir verlieren ja. Wir können noch gar keine Freundschaft verloren haben bei irgendwem. Außer bei Abby. Aber ich finde schon noch heraus, was Abby mag. Außer Kürbissen. Und dann kriegen wir auch da unsere Freundschaftspunkte wieder. Die würde ich den einen blöden Fehler verloren haben. Expect lots of pollen, aber keinen Regen. Go to sleep for the night. Immerhin 140 Gold. Ohne Ausgaben. Das ist doch super. 12. auf Sprung. Und wir haben wieder Post. Warum ist der da vorne immer? Ist hier irgendwas zum Abernten? Nee. Nee. Nix zum Ernten. Was ist in der Post? Ach, das Eierfestival. Also zwischen 9 und 2, wenn ich dabei sein möchte. Der Eckhand. Wäre es denn die Möglichkeit, dass ich im Stream zum ersten Mal den Eckhand gewinne? Aber wenn die sagen, morgen ist Eckhand und mein Zeug sieht so aus, als wäre es fast fertig, dann wissen wir ja, was heute zu tun ist. Das ganze Geld schon mal wieder in Seeds zu investieren, weil während einem Festival kann man nicht einkaufen. Zumindest keine Seeds. Fünf Stück von dem habe ich ja noch. Wie sind denn das? 5, 15, 20, 25, 35. Also 30 brauche ich. Und ich muss heute eine ganze Menge foragen. Oder angeln. Weil ich glaube, es gibt eine Booth und die verkauft irgendwas Cooles. Aber wenn ich da nichts kaufen kann, auch nicht schlimm. Weil das Festival ist ja jedes Jahr. Ich glaube, den Stardrop gibt es da nicht zu kaufen. Na, wir werden es ja sehen. Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal 30 Seeds kaufen gehen. Weißt du was? Ich krieg ja genug. Ich verkaufe die jetzt einfach mal.
Damit morgen wieder ein bisschen Kohle drin ist. Da ist was zum Falschen. Und nicht die Blume, die ich suche. Aber egal. Jetzt ist gerade Money Forging angesagt. Und vielleicht auch noch ein bisschen Money Fishing. Weil ich weiß ja nicht, was mich morgen da am Festival erwartet. Dreißig Paar Schnippen noch gekauft. Anybody around? Ja, der. Der mit. Und manchmal findet man im Müll auch Sachen, die man verkaufen kann. Und ja, ich bin ja jetzt gerade stark auf der Suche nach Dingen, die ich verkaufen kann. Ich mache auf jeden Fall bei dem Eiersuchen mit. Machst du auch mit? Klar. Und diesmal hoffe ich, dich zu besiegen. Du hast mich jetzt schon zweimal geschlagen. Also nicht den mich, aber den anderen mich. Und naja. Ich weiß ja nicht. Also wir gucken erstmal, was wir jetzt noch so. Ah, auf zu Beach. Beach, 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 Beach. Da gibt's doch immer ein bisschen was zu foragen. Hey M. Hey, hey. Hey H. Ah, die ignoriert mich schon wieder, die alte H-Punkt. Du wirst dich noch ganz nach mir umschauen, Bitch. Ignoriert die mich einfach knallhart, was soll denn das? Ich finde schon noch irgendwas, was dir zum Geburtstag gefällt. Oh, hey. Aber ich muss mich beeilen, weil es ist, glaube ich, am Sonntag. Und während dem Eckhand ist es nicht gut mit Foraging. Und am Sonntag habe ich ja dann auch noch ein begrenztes Zeitfenster, weil ich ja nicht in ihr Schlafzimmer darf. So sollte ich eigentlich nicht hier blöd rumstehen und fischen, sondern lieber Blumen suchen. Nur ist Blumensuchen immer so ein Glücksspiel. Mit dem quatsche ich gleich auch nochmal. Gibt's erstmal noch ein bisschen Kohle jetzt. Neuer Rekord. Immer noch ein silberner. Das gibt noch ein paar Kohlen mehr. Oh, diese Frischluft ist gut für Körper und Seele. Oder Körper und Geist. Blumger, Blumger. Ich brauche kleine Blumger. Obwohl, bei mir wird bestimmt eine wachsen aus den Seeds. Miss Penny sagt. Achso, ja, die interessanten Sachen. Hat sie mir schon erzählt, was sie da gefunden hat? Hey Caroline. Das ist ein schöner Tag. Finde ich auch. Ah, da oben. Man kann ja zwei Geschenke plus ein Geburtstagsgeschenk geben. Wenn ich nur eine zweite finde, wäre das natürlich von Vorteil. Vielleicht auch eine etwas qualitativ hochwertigere, weil das dann
noch mal ein bisschen besser kommt als Geschenk. So ein Geburtstag halt. Ich guck mich auf jeden Fall hier um, was ich noch so finden kann. Mit irgendeiner Blume muss man ja noch eine Freude machen können. Weil ich fand, die sieht so aus, als ob sie Blumen mag. Aber ich habe halt die falsche Blume gewählt. Ja, die Dinge laufen gut auf meiner Farm, lieber Mayor. Ah, hier ist Maru. Ah, die ist wieder cranky, musste wieder Akten schleppen. Ich bin noch immer ein bisschen aufgekratzt von der Arbeit gestern. Oh Mann. Ich musste 10 Boxen schleppen. Und 4 Stunden die scheiß Akten sortieren. Festivals sind nicht für mich so, viel zu viel Lautstärke, Stress und soziale Interaktion, ey, mag ich überhaupt nicht. Langsam schaffe ich es den Leuten auch Persönlichkeiten zu geben. Stimmt, heute ist ja Saloon-Nacht. Ja, ich habe deinen Sohn schon getroffen. Ja, das Temper. Wissen wir auch schon und ja, wir sagen es auch nicht weiter. So. Sind hier noch irgendwelche Blümchen? Wenn ich keine zweite finde, muss ich es halt einfach am Geburtstag riskieren. Naja. No risk, no fun. Ich glaube kaum, dass ich es morgen vorm Festival schaffe. Und am Sonntag ist ja schon der Dame ihr Geburtstag. Bullhead, den brauche ich aber auf jeden Fall auch fürs Gemeindezentrum. Schade. Das heißt, den kann ich nicht verkaufen. Und ich habe ja 10 Parsnips zum Verkauf schon angeboten. Ich habe zumindest ein paar Fische. Ja, ein Bullhead zum Dings, ein Bullhead zum Verkaufen. Das ist sehr praktisch. Beim Angeln muss man sich immer ein bisschen konzentrieren. Sorry, wenn ich da ein bisschen leiser bin. Und ein Chup, Chup, Chup. Ein Chuba-Chup sozusagen. Und da ich nichts wegwerfen will, gehe ich jetzt direkt nach Hause. Und mache mich dann nochmal auf den Weg, um noch mehr Zeug zu suchen. Oder vielleicht noch mehr angeln zu gehen. Bis die Energie nachlässt. Weil ich will für das Event morgen so viel Kohle haben wie möglich. Kann ich hiervon vielleicht noch irgendwas verkaufen? Nee, das bringt alles nicht so viel Geld. Dass es sich lohnen würde. Wie gesagt, Bullhead brauche ich, ne? Die Sardine habe ich schon auf jeden Fall. Hier war nicht dabei. Catfish, Sunfish, Tiger Trout, Shad. Auch nicht dabei. Ah, Bullhead, ja. Ein Bullhead hier rein.